Wieder 3 Punkte, diesmal gegen Angstgegner Borussia München Gladbach. Nach 8 Minuten kamen die Bayern richtig gut ins Spiel. Müller mit dem Lupfer auf Lewandowski und dann dieser Dropkick von Lewandowski prüft zunächst Jan Sommer. Dann in der 25. Spielminute Sommer mit dem Fehler und das ist Huntelaar. Scheitert dann Sommer. Riesenglück, aber trotzdem gute Parade von Jan Sommer, hat seinen selbstverschuldeten Fehler wieder beseitigt. 67. Minute dann Gladbach, mal mit der Ecke, Raphael und da ist Stindl, beste Gladbacher Chance in diesem Spiel bis hierhin und nee, es war Hazard, genau, Thorgan Hazard. 71. Minute dann Robben, geht durch alle durch, wie ihr ihn kennt, zieht nach innen und dann kommt er zum Abschluss, aber er findet nicht den Erfolg. Und dann in der 83. Spielminute Alonso, super Lupfer auf Lewandowski und der vollendet das mit einem Tor. 1:0 für die Bayern. Die späte Führung für den Rekordmeister, aber da ist sie. Lewandowskis viertes Saisontor in dieser Saison. 90. Minute, dann nochmal die Riesenchance, Raphael und Neuer. Das war aber die letzte Gelegenheit in diesem Spiel. Danach war Schluss, die Bayern gewinnen 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach, aber hier noch ein Lob an die Gladbacher, die haben nämlich viele Chancen gehabt, die sie leider nicht verwerten konnten. Das war's.